Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play The Dark Pictures, The Devil and Me. Wir sind hier gerade im Hauptmenü aus folgendem Grund. Die beiden Herren reden schon miteinander wie verrückt und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Deswegen haben wir jetzt kurz pausiert. Ich möchte euch noch kurz was zeigen. Wir haben nämlich hier im Menü, können wir sehen, den Punkt Sammlungen und Charaktere. Das ist nämlich ganz wichtig, also hier sehen wir zum Beispiel erstmal die Charaktereigenschaften von Charlie, den wir aus meiner Sicht gerade spielen. Der ist zum Beispiel unter anderem zynisch, entschlossen, gleichgültig, anmaßend, was fliegt da noch rum, gewieft, bestimmt, alles Mögliche, da taucht ganz viel auf. Das ist aber, glaube ich, gar nicht so wichtig. Hier links sehen wir noch, wie die Charaktere zueinander stehen. Also die Lucy spielt ja gerade den Mark und mit dem sind wir, glaube ich, gerade so am besten connected, mit der Kate am wenigsten und so weiter. Das habe ich auch. Das hast du auch, ne? Also bei Lucy, die hat zum Beispiel bei dem Mark jetzt andere Eigenschaften. Was ist er so? Er ist kindisch, beschützend, aufrichtig, leidenschaftlich und so ganz klein fliegt dann auch unvorsichtig und tolerant rum. Ja, also viele, viele Eigenschaften, liebe Freunde, aber ich glaube, das können wir uns alles gar nicht merken und wir entscheiden ja auch ja, für uns und nicht dem Charakter entsprechend deswegen, aber nur, dass ihr es mal gesehen habt, das steht hier so. Wir haben hier Geheimnisse, die wir finden können. Wir haben noch keins gefunden. 50 Stück gibt es insgesamt. Hoffentlich, also finden wir die alle. Mal gucken. Müssen wir uns gut umgucken, ja, liebe Freunde. Du hast den Blacktail ja gut vorgelegt mit Sachen finden. Also ja. Ich erwarte, dass wir alle 50 finden. Ja, easy, easy. Also das dauert dann zwar nur 20 Stunden mehr, aber wir gucken in jede Ecke, liebe Freunde. Das lasse ich mir ja nicht nehmen, nach dem Erfolg in der Plague Tale. So, genau, die Geheimnisse hier und die Kursrichtungen, Freunde. Denn hier können wir nochmal nachgucken, was unsere Taten ausgelöst haben. Hier haben wir nämlich zum Beispiel die Hotelgäste, den Punkt, wenn wir da reingucken. Ihr habt es ja gesehen, bei mir in der Sicht, Jeff ist vor Holmes weggerannt und hat Marie zurückgelassen. Ja, also ganz ehrenhaft von uns haben wir uns aus dem Staub gemacht. Und bei Lucy steht übrigens das Gleiche. Also ihr verpasst da nichts, bei ihr steht genau das Gleiche. Und daraus resultierte, Jeff wurde im Gasraum getötet. Lucy und ich gehen davon aus, dass wir die beiden nicht hätten retten können. Das heißt, wenn ich nicht weggerannt wäre, dann wäre ich wahrscheinlich irgendwie anders umgekommen. Ja, diese Ausrede wird sich durch das ganze Spiel ziehen, Freunde. Davon könnte aber ausgehen. So, ne? Also hier sieht man sozusagen, was das Ganze ausgelöst hat. Und hier haben wir noch einen zweiten Punkt. Und hier steht, Charlie hat einen Anruf von Grantham Du... Ich kann es immer noch nicht aussprechen. Dumet. Dumet. Und eine Einladung zu dessen von H.H. Holmes inspirierter Mörderburg erhalten. Was daraus resultiert, werden wir noch herausfinden, Freunde. Und das wollten wenn wir... Wenn du ja? Nochmal auf Hotelgäste gehst. Ja. Du kannst nur noch nach links schalten und dann siehst du auch noch meine Entscheidung. Ah, die hast kann ich gerade nicht... gerade festgestellt. Das kann ich aber nicht machen. Ich habe es versucht, ich kann nicht umschalten. Du kannst nicht umschalten? Nein, also... wenn ich auf die Pfeile klicke, passiert nichts. Oh, echt nicht? Nee. Oh, dann sieht man anscheinend doch nicht alle Entscheidungen. Dann sehe ich vermutlich nur die Entscheidung, die du getroffen hast, die ich auch selber dann bei mir gesehen habe. Wenn ich nach links klicke, sehe ich noch ein paar von meinen Entscheidungen. Ach, okay. Ja, also kannst du das vorlesen? Also ist das... Ja. Also Marie wurde in der Badewanne ertränkt. Und ich lese gerade, Marie hatte nichts, was schwer genug war, um Holmes damit zu schlagen. Ich glaube, ich habe das am Anfang halt ein bisschen verhauen. Da ich ein Problem mit meiner Mute-Taste hatte, habe ich nicht aufgepasst, was ich ganz am Anfang machen musste in dem Badezimmer. Und eventuell hätte ich da irgendwie was nehmen können oder sowas. Ja. Ja, das... Ist aber nicht so schlimm. Habe ich dann wohl ein bisschen verhauen. Ja, ist nicht so schlimm, weil wir wissen ja, die werden sowieso gestorben, die hätten wir nicht retten können. Wahrscheinlich. Aber das ist interessant zu wissen, dass du da auf jeden Fall noch mehr sehen kannst. Da würde ich das einfach so machen, dass du vielleicht das aus deiner Sicht einfach nochmal vorliest, wenn wir dann das nächste Mal im Menü sind. Und dann wissen wir über alles Bescheid. Also ich glaube, das war's auch schon. Wir haben hier noch Bilder, die wir freischalten können, da ist auch noch nichts. Und das war's. Die vier Punkte haben wir. Ja.
Und jetzt machen. Ich habe noch den Punkt, Marie hat die Puderdose gekauft. Das war ganz am Anfang, aber das konnte ich gar nicht entscheiden. Das hat sie ganz automatisch gemacht. Ah, okay. Hat die Puderdose gekauft. Ja, vielleicht ist das für ganz später noch wichtig, aber vielleicht müssen wir uns das merken. Hat die Puderdose gekauft. Okay, Freunde, jetzt machen wir aber weiter. Das wollten wir euch einfach noch kurz zeigen. Ja. Und ich würde sagen, wir setzen das Ganze fort. Mit Charlie und Mark. So. Und weiter geht's. Lucy steuert den Mark. Nähere dich der Wand bei der eingestürzten Treppe und drücke Leertaste zum Klettern. Machen wir gleich. Ich gucke hier aber nochmal, Freunde, ne? Also immer das tun, was das Spiel nicht von einem möchte. Genau. Das lenkt uns nämlich dahin, aber hier gibt es bestimmt noch ganz viele Sachen. Wir haben es ja gerade besprochen, 50 Sachen. Das sind wahrscheinlich diese Münzen, oder? Sind das die Münzen, von denen der Herr gesprochen hat? Oh, wie rennst du denn? Mit Shift. Oh, stimmt. Ja, gut. Ne? Moment, mit was renne ich denn? Ich spiele ja mit Gamepad. Ah, ja. Okay. Ich sollte auch die Tutorials lesen. Ich denke mal, da stand da gerade. Also ich hatte gerade wieder Text, Sprache in Englisch. Das ist sehr komisch, echt? Freunde. Okay. Ja, das hatte ich eben halt auch schon, als wir halt wieder aus dem Pause-Menü kurz raus waren. Aber wir haben ja zum Glück Untertitel, deswegen kann uns eigentlich nichts passieren. Wir können ja alles auch mitlesen. Ja. Aber mal schauen, vielleicht. Ich glaube, wir müssen das nochmal gegenchecken. Ja. Und weiter geht's. Tag-Team hier. Ich kann übrigens... Okay, es ist echt Englisch auf einmal. Das ist echt komisch. Hey, Leute, Beeilung. Aber das war jetzt Deutsch. Oder auch nicht. ich kann übrigens mit dem Steuerkreuz meine Kamera auswählen. Mit dem Steuerkreuz kannst du die Kamera auswählen? Ja, also ich kann Fotos machen. Oh, tschüss. Turn around. Das sieht sehr witzig aus. Ich kann... Okay, warte mal, kurz da stehen. Aus meiner Sicht... Guck mal, ich kann hier ein Foto machen. Ja, bitte, ich bitte darum. Warte, ich stelle mich vielleicht so Richtung Meer, das sieht doch ganz schick aus, so hier so. Kann ich winken oder sowas? Wahrscheinlich nicht. Das sieht so witzig aus. You spin my head right round. Was machst du? Also bei mir drehst du dich die ganze Zeit. Ich versuche halt ein Foto zu machen, aber ich kann halt die Kamera nehmen, kann auch nicht ranzoomen. Aber wie mache ich denn ein Foto? Vielleicht ist das einfach nur so ein... So. Ach so, okay, ich habe ein Foto gemacht. Ja, okay. Das dürfte sehr verschwommen sein, weil du dich die ganze Zeit bewegt hast bei mir, aber mal gucken. Okay. Vielleicht kann ich es ja jetzt einfügen, liebe Freunde. Ja. So. Okay, dann geht es jetzt so, ich glaube, wir müssen ein bisschen weiterlaufen hier. Wir verbringen hier zu viel Zeit, aber ich will da auch gar nicht, der Typ, der hat so, also genauso wie mit dieser Mr. Holmes, ne? Also ich will da gar nicht hin. Also, ich verstehe das auch nicht, warum solche Leute, wenn die... Mann, ist das laut. Soll man ja auch meilenweit hören können. Ja, theoretisch weiß ich das, aber... Wenn ich jemanden anrufe, ne, und der hat so eine... Okay. Der hat so eine Stimme. Okay. Ey, da lege ich direkt wieder auf. Plan A. Wir müssen drum herum kommen. Oh, ich muss den Leuchtturm fotografieren. Alles für die Aufnahme, ne? Ja, zeig mal. Ah, jetzt dreht sie sich wieder. Dreh ich mich jetzt gerade echt? Ja, die ganze Zeit. Ich habe halt so eine Kameralinse und bewege einfach nur die Kamera. Ja. Ja, das Spiel... In dem Moment das Bild glaubt. Ach so, warte. Bin ich im Bild? Hallo? Stör ich? Was? So. Okay, ich habe die Spitze des Leuchtturms fotografiert. Hoffe ich. Ich hoffe, das war der Leuchtturm. Ja, vielleicht hilft es uns ja später. Ich gucke mir hier mal das Schild an. Sieht gar nicht so schlimm aus. Die Warnung, dass alles ins Meer fällt?
Ich finde, wir vertrauen drauf und sterben nicht. Nee, das Schild wurde von den Anwälten aufgestellt. Das passt schon. Das sehe ich anders. Warnung, Klifferosion. Diese Klippen sind anfällig für Erosion und können ohne Vorwarnung in tiefes Wasser stürzen. Ja, traumhaft. Geh mal direkt hin, würde ich sagen. Willst du auch nochmal raufgucken? Ah, du machst wieder Fotos. Oh je, man muss mal diese Kamera wegnehmen, glaube ich. Ja, ein paar Urlaubsbilder ist auch nicht schlecht. Freue ich mich. Drücke Leertaste. Und so weiter. Hey, Mark, ich wollte mich nur für die Unterstützung bedanken. Was? Fürs Film oder was? Nein, für den ganzen Trip. Wie du weißt, sind manche Crewmitglieder immer mal wieder anstrengend. Ich würde mal hier lang gehen. Jamie und Kate hätten nie mitgemacht, wenn du nicht dabei gewesen wärst. Ich dachte, die Folge war so eine Katastrophe, dass wir jede Unterstützung brauchen. Stimmt. Ja. Scheint so. Okay, ich dachte kurz, da geht's irgendwie vielleicht noch woanders lang, aber... War jetzt auch nichts zum Einsammeln. Ja, also, Freunde, ich glaube, das Ganze, ich hoffe, dass wir irgendwann in dieses Hotel nochmal können, aber wahrscheinlich ne, das nicht, das wird wahrscheinlich okay. Alles... Ganz ehrlich, ich hatte gehofft, wenn ich hier so weit weg von allem bin, dass ich vielleicht eine Auszeit hätte und etwas entspannen könnte. Auszeit? Wozu soll das gut sein? Naja, ein bisschen runterkommen. Das ist nichts für mich. Hier gibt's keinen Urlaub. Aber das wird wahrscheinlich von dem Herrn, von dem Dumet in seinem Anwesen passieren alles. Aber ich hätte schon Bock auf dieses Hotel, oder? Ich weiß es nicht. Was denkst du? Ja, wäre schon ganz interessant. Im Gedenken der Opfer. War wohl ein übler Sturm. Im Gedenken an die Opfer des großen Sturms vom 1. Mai 1907, der 187 Leben auslöschte. Die Crew und die Passagiere der SS Cassiopeia, die zu Fuß dieser Klippen in die Felsen fuhr. Ach, tragisch. 187. Hat das was zu bedeuten? Unter den Opfern auch die Rapper Bones und Jizzes. Das muss doch zusammenhängen, Freunde. Kann man da drüben, warte mal, kann man da drüben hoch? Nee, ne? Das sieht nur so aus. Sieht nicht so aus. Vielleicht kann man dann irgendwie rüber? Es tut mir leid, Freunde. 50 Geheimnisse müssen wir entdecken. Also. Ja, irgendwie haben die im Studio nur die Mainlines synchronisiert. So. Also diese Zwischenrufe, da hat die wohl keinen Bock drauf, oder was? Vielleicht ist es auch ein Bug. Ist schon ein bisschen seltsam. Ja, haben die gesagt, nee, brauchen wir nicht. Zeit ist Geld, ist aber heutzutage wirklich so, Freunde. Es wird sehr, sehr zeit- und geldsparend gearbeitet. Auch in Synchronstudios. So, da können wir noch... müssen wir noch mal gucken, aber da ist nichts. So, was muss ich hier machen? Wieder Leertaste? Ja, okay. Viertelstunde ist rum. Wir haben die Felsen erklommen. Öffnen. Was stand da? Ich konnte es nicht lesen. Ja. Ich auch nicht. Oh, jetzt drücke Pfeiltaste zum An- und Ausschalten der Lichtquelle. Benutze Maus zum Zielen mit der Lampe. Okay. What? Hey, wenn wir fertig sind, hätte ich gerne ein paar Wochen frei Familie besuchen. Ich brauch dich im Schnitt. Ich schätze dein scharfes Auge sehr, weißt du? Bei mir ist im Moment eine Menge los, Charlie. Oh, ja natürlich, sicher. Nimm dir ein paar Wochen. Sortier dich. Ist echt nett. Ich schaff den Schnitt auch allein. Solltest du auch versuchen, eine Auszeit nehmen. Hast du keine Familie, die du nerven kannst? Oh, tja. Keine Mrs. Lonnet, die du irgendwo im Schrank versteckt hast? Hier mit dem Job. Mit dem Job verheiratet? Und wie läuft die Ehe so?
Im Vergleich zu echten Ehen wahrscheinlich ziemlich gut. Mit dem Job verheiratet. Okay, hier kann man sich ducken. Also ich finde das geil. Ich habe keine Taschenlampe. Ich habe nur so ein Blitzlicht. Ja, ja, du hast ein Blitzlicht. Oh nee, das will ich, weiß nicht, ich erinnere mich gerade an so andere Horrorspiele erinnert, wo du so dunkle Gänge laufen musst und dann nur immer das hier machen musst. Und dann hast du aber mal irgendwie so eine Fratze mitten im Gesicht vor dir oder so. Ja. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Das wird noch richtig abgehen, ey. Das Blitzlicht wird noch richtig zum Einsatz kommen. Aber ich finde das so lustig, dass die einfach immer noch konsequent in so Horrorspielen Feuerzeuge als Lichtquellen haben. Das wird es doch heutzutage niemals machen. Jeder packt doch sein Handy aus und schaltet Taschenlampe ein. Ja, nicht schon. Wer leuchtet sich den Weg mit dem Feuerzeug? Aber die ziehen das durch. Und irgendwie hat es ja auch Charme, muss man sagen. Also ist echt noch nicht so ganz optimiert. Also du slidest so manchmal bei mir rum. Ja, also ich bin auch bei mir teleportiert einfach mal ganz kurz. Handys, die mussten sie doch im Auto abgeben. Ach ja, okay. Stimmt. Da siehst du, habe ich wieder nicht aufgepasst. Stimmt, die sollten ja ihre Handys da reinpacken. Okay, Freunde, ich habe nichts gesagt. Siehst du, zum Glück ist die Lucy mit dabei. Der Ruckel, der ist ja manchmal ein bisschen vergesslich. Aber ich muss auch hier gestehen, was ist das eigentlich? Das ist aber nicht Unreal Engine, oder? Ich denke nicht. Aber das sieht auch sehr hübsch aus wieder, ne? Hätten wir jetzt hier schon sterben können, wenn wir einfach gefailt hätten beim Balancieren, und wären einfach beide da runtergefallen, Totspielende. Ja, wahrscheinlich schon. Aber wir haben es meisterhaft, haben wir da den Baumstamm überquert. So, vorantasten. Oh, oh. Oh mein Gott. Oh. Scheiße, was okay. Ist das? Oh. Okay, ich habe nichts gesehen. Heiliger, wo bist denn du? Oh Gott, jetzt. Heilige Scheiße. Was zur Hölle ist das? Hast du das? Wieso? Also bei dir ist das ja scheinbar auch passiert. Warum ist das bei mir dann nochmal passiert? Also dein Charakter hat bei mir überhaupt nicht darauf reagiert. Ach, du hattest jetzt auch einen Jumpscare damit? Ja. Ach krass, ich dachte, du hast es jetzt einfach so gesehen. Ja, ich dachte jetzt einfach auch, dass du das jetzt halt gehabt hättest und bei mir kommt das dann nicht, aber ja. Ja, das irgendwie, keine Ahnung, vielleicht denken die, man spielt das ohne Voice-Chat nebenbei, aber das ist ja echt komisch, dass sie es einfach zweimal einbauen. Ja, das ist einfach so, als ich zuerst gegangen wäre quasi, dass dann, weißt du, so, dass es einfach bei jedem kommt. Mhm. Aber ist ja auch ein bisschen komisch dann. Ja. Ich habe mich auch garantiert nicht erschrocken. Kannst du nicht langsam den Blitz eigentlich wegpacken? Bei mir, also ich hab den gar nicht mehr. Also ich hab den nicht mehr in der Hand und ich kann den auch nicht mehr auswählen. Bei mir hast du den noch in der Hand. Also, echt? Lieber Entwickler, da muss noch ein bisschen was getan werden. Aber gut, das Spiel ist auch gerade erst raus. Ne? Man muss ein bisschen gnädig sein. Ja. Ich sehe mir nur das Licht auf dem Nebel an. Wie soll das bitte in die Show passen? Hast du das Ding da noch in der Hand, ey? Komme. Ich möchte ja mal ganz kurz erwähnen. Ich kann das nicht einfach abschalten. Passend zu dem Jumpscare ist gerade die Uhrzeit auf 0 Uhr gewechselt. Überschneidet sich. Bist du da sicher? Die Überschneidung mit Kate hat nicht gerade. Wir wollten das Geisterstunde. Ich will nur, dass du konzentriert bleibst. Geben einem auch echt keinen Moment, um mal irgendwie was zu erzählen hier. Ja. Das ist wirklich, also. Ja gut, das ist wahrscheinlich auch wirklich für so Abende gemacht, wo du mit deinen Freunden irgendwie so zusammen bist. Also jetzt vielleicht nicht für Let's Plays ausgelegt, sondern wirklich für Leute, die direkt auch nebeneinander sitzen oder so in Splitscreen oder so. Ich denke, du kannst ja auch 5 Mann Koop spielen insgesamt, glaube ich. Mit 5 Mann? Ich meine schon, halt so, dass jeder also quasi einen Charakter spielt. Ach echt? Ich dachte, es geht immer nur zu zweit irgendwie. Weil ich glaube, das auch gelesen zu haben. Weil es stand irgendwie Spiel mit einer weiteren Person oder so. Mhm. Hatte ich gelesen. Ich meine halt, so lokal geht das auch mit mehreren. Übrigens, ich tippe mal, du hast dein Feuerzeug mittlerweile auch weggepackt, oder? Ja. Hab ich's noch? Bei mir nicht. Oder
Also, ja, ist ja auch dunkel hier draußen. Also das Gras müsste jetzt eigentlich brennen, so wie du da hockst. Ah, okay. Ja, ich grabbel hier gerade an so einem Zeitungsartikel oder so. Ich guck mir das jetzt mal an. Was steht denn hier? Hier. Fischfabrik schließt. Spannende Sache. Ja, die Great Lakes Post hat geschrieben, Fischfabrik schließt. Ich weiß nicht, ob du konntest es hören, ne? Mhm. Okay. Schick, schick. So, hier drüben. Jetzt haben wir wieder... Warte, da, es geht jetzt wieder... Wir können wieder hier und da lang, ne? Also, wo gehen wir zuerst lang? Wieder die Kamera am Start. Da bist du, ich war dich gerade am Suchen. Hier machen wir ein schönes Foto hier. Kann ich hier vielleicht irgendwie... Ich war gerade noch in meinem Kameramodus, weil ich dachte halt, vielleicht kann ich halt irgendwas hier... Also, es muss ja irgendeinen Grund haben, dass ich fotografieren kann. Und vielleicht gibt es halt auch so Sachen, die man einfach unterwegs fotografieren muss. So. Ja, aber kannst du bitte doch mal schnell laufen mit der Kamera? Das sieht sehr witzig aus. Ich habe halt nichts in der Hand, das ist halt so gut. Und du bist hier die ganze Zeit halt hier mit deinem Feuerzeug unterwegs. Ja. Echt schön. Ja, wir nähern uns mystischen Orten, Freunde. Das gehört zum Spiel. Vielleicht soll das auch so sein, ne? Dass das Spiel uns gegenseitig, verwirren soll. Aber, warte mal, hier komme ich nicht rein. Hier ist ein Schloss davor. Aber hier, was ist hier? Kann ich hier? Guck mal hier, komm mal rein. Hier. So, hier kann ich wieder mein Feuerzeug zücken. Das machen wir direkt. Ich wusste gar nicht, dass es Spiele noch gibt, die mit den Pfeiltasten arbeiten auf der Tastatur. Gott. So. Was haben wir denn hier? Das Ding hat schon ewig keiner angefasst. Warum dröhnt dann das Horn noch? Weil es immer noch Nebel gibt. Das geht jetzt alles automatisch. Vacation Time. Was haben wir hier? Wir haben hier einen Namen mit Daten. 2000, alles 2000. Und Uhrzeiten. Das sind Leute, die haben sich da eingetragen, aber... Also, die haben nur ihren Urlaub eingetragen, aber... Huch, Verzeihung. Jetzt bin ich auf Escape gegangen. Verzeihung! Aber gibt uns das jetzt irgendeinen Hinweis? 2000 alles. Okay. Was haben wir hier noch? Ach nee, das war nur die Liste. Okay. Ist klar. So, hier hinten liegt noch was auf dem Tisch. Oh, da gucke ich mir gleich mal an. Ich sehe nichts in dieser Ecke. Und ich habe Angst, wenn ich jetzt hier so reinknipse, dass dann da irgendwas steht oder so, irgendeine Person. Ja. Ich habe ja zum Glück mein Feuerzeug dabei, also ich leuchte uns. Bei mir hast du das gerade nicht in der Hand tatsächlich. Echt? Och, Mann, Spiel. Ja, du hast gerade bei mir nichts in der Hand. Ich knipse hier auch die ganze Zeit mit meinem Licht rum. Ich weiß nicht, ob du das siehst. Nee, das sehe ich auch nicht. Also es blitzt bei mir nicht auf. Aber auch witzig, dass dann für dich ja komplett dunkel ist, oder? Ja, genau. Ich habe halt nur ganz kurz Licht, wenn ich einmal blitze. Ansonsten... Also ich habe dich auf meinem Vorlesen die ganze Zeit angeblitzt, weil ich dachte so, es wird bestimmt lustig. Aber nee, kam nicht an. Weil das nicht funktioniert. Schön. Kam leider nicht an. So, wir haben hier stehen. 10.04.2000. Weiter so, Team. Dies sollte die letzte Woche sein. Der, Nebelhorn-Test gestern Abend war erfolgreich. Es sieht so aus, als ob die Automatisierung funktioniert. Wir machen heute noch einen letzten Test, dann können wir die Ausrüstung wegpacken. Ein paar von euch haben gemeldet, dass wieder ein Obdachloser herumhängt. Wir werden die Sicherung und des Geländes verstärken und heute und morgen letzte Kontrollen durchführen, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Wir wollen nicht, dass sich jemand verletzt. Abgesehen davon war die Arbeit bei dem ganzen Projekt großartig, also lasst uns das Tempo beibehalten und wir werden Ende der Woche hier raus sein. TS. Alles klar. Okay, das Horn spielt also automatisch. Aber das muss ja nicht heißen, dass hier niemand ist. So. Okay, können wir jetzt hier eigentlich? Nee, ist auch zu. Wir müssen wieder durchs Fenster. Ja. Ah, jopp.
So, das war's hier. Dann können wir hier weitergehen. So, jetzt stell dir mal vor, wir wären erst hier weiter. Dann wären wir wahrscheinlich nicht mehr zurückgekommen. Wahrscheinlich. Haben wir geguckt, ob das hier aufgeht? Also ich nicht. Gucken wir nochmal an. Sackgasse. Könnte einen Weg herumgeben. Hoffen wir's. Na dann. Das sieht so bescheuert aus, als ob die sich jetzt hier so wie an so einer Felswand aus entlang ja, müssen. Ja, wirklich, die müssen einfach nur schnell durchschlüpfen. Ja. So, dann gehen wir mal da drunter. Ja, genau, schön die Jacke. Sieht so bescheuert aus. Warte, das will ich aber auch sehen bei dir. Sieht so bescheuert aus, wie du kriegst. Warte, ich warte auf der anderen Seite, das will ich auch sehen. Also ich weiß nicht, ob es genauso bescheuert aussieht, also wie du so von hinten guckst, es sieht... Ja. Interessant aus. Kann ich schon? Jetzt. Zeig mal. Von hinten sieht das so bescheuert aus. Von die Kamera. Die klebt da bei dir am Arsch ja. Und die wackelt die ganze Zeit hin und her. Jupp, jupp. Kann ich jetzt, warte mal, kann ich jetzt? Ach, verdammt. Okay. So, da leuchtet es. Wir haben aber ein bisschen geschludert mit den Texturen, muss ich sagen. Oder es lädt gerade nicht nach. Oh Gott. Hörst du auch eine Katze? Ich höre keine Katze. Hast du eine Katze gehört? Ich habe sowas wie ein Miauen gehört gerade. Ich habe das nicht gehört. Oder vielleicht was, eine Möwe oder sowas. Das klang eher wie eine Katze. Also vielleicht kann die Krähe miauen. Hast du die Krähe gesehen? Ja, die ist gerade weggeflogen. Sieht ziemlich alt aus. Okay, was haben wir denn hier? Wenn kann auch gerade nichts machen. Okay. Wenn der Pfeil nach unten erscheint, können Charaktere Objekte aus dem Inventar ausrüsten. Drücke, ne, zum Ausrüsten deines Objekts. Okay, was haben wir hier? Soll das sein? Charlie kann mit seiner Krawattennadel verschlossene Kisten öffnen. Ah, alles klar. Was, das ist ein kleiner. Früher einfach Meisterdieb gewesen. Ja, richtiger Langfinger hier. Was ist das? Nur eine alte Münze. Wir haben die erste Münze gefunden. Mit Oboloi können Dioramen freigeschaltet werden. Spreche ich das wieder richtig aus oder ist das Französisch? Oboloi oder so? Nee, Oboloi kenne ich. Also, ich meine das Wort Oboli schon mal gehört zu haben, aber Oboloi sagt mir jetzt auch nicht. Obolus kenne ich. Oder aber, Obolus, genau. Obolus gibt es auch, aber Oboloi? Okay, geil. Also kann ich jetzt. Beinbruch. Okay, wir haben eine schwarze Münze gefunden. Kann ich jetzt kurz gucken, mal, ob ja. Das jetzt hier markiert ist, Geheimnisse? Nee, okay, das ist. Okay, die Geheimnisse sind nicht die Münzen. Hätte ich jetzt gedacht. Ja, hätte ich auch gedacht. Aber vielleicht muss man ja die Münze erst einlösen, um das Geheimnis zu sehen. Mal gucken. Ich konnte dir jetzt auch nur dabei zugucken, während du das gemacht hast. Ach, du konntest gerade sehen? Ja, also die Kamera war auf dich fokussiert quasi. Ich konnte mich nicht bewegen in der Zeit. Hey. Ach so. Tut mir leid, dass ich es dir manchmal etwas schwer mache. Aber ohne dich würde ich das alles nicht schaffen. Das stimmt nicht. Ich sitze vielleicht am Steuer. Von was? Von Lonnet Entertainment. Aber du hältst den Motor am Laufen. Das ergibt keinen Sinn. Mann, da will man jemandem ein Kompliment machen. Danke, Charlie. Versteh schon. Ich dachte, man könnte vielleicht die Kette von hier aus irgendwie wegmachen, dass da man irgendwie vielleicht durch kann. Aber möglicher Fluchtweg, aber. Ja, genau, aber ich kann nicht mit interagieren. Nee, aber wir können hier die. Die ganze Zeit schon da hoch, ne? Auf den Leuchtturm und ob da irgendwie jemand steht auf einmal oder so. Ja, mach mir keine Angst hier, bitte. Ich rechne gerade mit allem bei diesem Spiel. Also bei Horror bin ich so ganz paranoid. Ja, also aus unseren alten obdachlosen Tagen haben wir noch den Skill hier Tonnen verschieben, also wurde mir hier gerade angezeigt.
Ja, ja, sehe ich auch. Ja. Kannst du dich da draufstellen und ich kann das dann schieben? Lass das wäre witzig, oder was? Mal gucken. Ich kann gerade nicht damit interagieren. Oh, doch, jetzt! Ah, verdammt, aber dann kann ich es nicht schieben. Ey, wir müssen das gleichzeitig machen. Ja. Wir kriegen das hin. Wir tricksen das Spiel aus. Okay, kannst du? Wir drücken das gleichzeitig. Okay. Warte, warte. Wo ist das jetzt? Warum? Hallo? Jetzt kann ich es nicht mehr schieben. Hallo? Warte mal, kannst du es jetzt schieben? Jetzt kann ich es schieben. Warte. Okay, ich bleib jetzt mal stehen. Kannst du jetzt klettern? Ja. Okay. Auf drei. Mhm. Eins, zwei, drei. Ah, nee, ging sofort weg. Ging sofort weg, okay. In Wirklichkeit. Ja. Schade, ich dachte, jetzt können wir hier das Spiel ausdribbeln, aber ist nicht. So. Ja, da muss man wirklich vermutlich exakt genau drücken. Ja. Vermutlich geht die Tür auch nicht auf, sodass man da reinklettern muss. Ich kann ja mal an die... Ich gehe mal an die Tür. Du kannst ja mal klettern. Oh, da drin ist schon wieder dunkel. Ich sehe doch nichts. Oh, ich kann auch jetzt nicht mein Blitzlicht benutzen. Huch. Okay. Ich habe nichts gedrückt. Oh oh. Das gefällt mir nicht. Nähere dich einem Versteck und gedrückt was? Was? Ah, okay. Ach, gedrückt halten, verdammt! Oh, gedrückt halten! Schön, dich kennenzulernen. Was? Was? Er hat gerade gesagt, schön, dich... Schön, dich... Ja. Ich habe auch schön, ich kenn... Hast du sehen können, was da rauskam? Nicht wirklich, du? Also ich hab die Kamera halt dummerweise nicht richtig dahin gemacht. Ich dachte, da läuft halt jemand raus, aber es ist irgendwas rausgekrabbelt zum Fenster und da rausgeklettert. Und ich habe es nicht richtig sehen können. Es ist irgendwas gekrabbelt. Gekrabbelt? Ja. Nein. Aber das schön, dich kennenzulernen, fand ich schon sehr weird. Alter. Oh, ich habe jetzt schon keine Lust. Ne? Ey, da kommt der Leuchtturmwärter aus der Tür rausgekrabbelt und der sagt, ja, schön, dich kennenzulernen. Horror und Krabbeln sehe ich auch schon wieder irgendwas in irgendwelchen dunklen Ecken an der Wand oben hängen und uns anspringen oder so. Alter, das geht auch. Oh. Oh, nee. Ist das unangenehm. Ey, oh, ich will gar nicht. Ich will gar nicht. Ich traue mich auch gar nicht hier raus jetzt. Ich will hier sitzen bleiben. Wollen wir einfach hier noch ein paar Parts einfach sitzen? Ja, ich würde sagen, wir lassen das einfach jetzt. Ist vorbei. Einfach hier nett unterhalten. Einfach hier. Genau. Verhungern jetzt einfach. Ach Mann, okay Freunde, ich glaube wir müssen weiter, aber wir machen in der nächsten Folge weiter, wir finden heraus, ne, du kannst dich, ich glaube wir sind sicher, es ist fort, was auch immer da rauskam, aber wir Freunde, in der nächsten Folge finden wir raus, was da rausgekrabbelt kam, warum läuft der jetzt, ich drücke nichts, ich weiß auch nicht. Alter Spiel, okay Freunde, bis morgen zur nächsten Folge, macht's gut, ciao, bye bye.